Meine Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Neuorganisation der Verwaltung des Nationalparks Kellerwald-Edersee und der Naturschutzdatenhaltung, Drucksache 19-289 zu 19-2197. In Vertretung für Frau Feldmayer erteile ich Frau Dorn als Berichterstatterin das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, der SPD, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der LINKEN gegen die Stimme der FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-2226 und damit aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Danke schön, Frau Berichterstatterin. Dann erteile ich der Abgeordneten Frau Dorn für BÜNDNIS 90 das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe zu, der Name des Gesetzes ist ein wenig sperrig. Dahinter verbergen sich aber drei ganz gute Sachen, die Hessen in Sachen Naturschutz weiterbringen. Der erste wichtige Punkt ist der Nationalpark Kellerwald-Edersee. Der wird jetzt mit diesem Gesetz eigenständiger, direkt dem Ministerium in der fachlichen Zuständigkeit unterstellt. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Der Nationalpark hat sich nämlich sehr gut weiterentwickelt in Sachen Naturschutz, gerade bei dem Thema Umweltbildung, gerade bei dem Thema Forschung zu Naturschutz und dem Monitoring, wie geht der Naturschutz voran. In diesem Nationalpark hat sich vieles weiterentwickelt. Deswegen war es richtig, dass nicht mehr nur Hessenforst, nicht mehr Hessenforst zuständig ist, sondern dass man wirklich das stärkt, was in diesem wunderbaren UNESCO-Weltkulturerbe steckt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in dieser Entwicklung der Naturschutzsache im Nationalpark das wird es stärken und unterstützen in der Eigenständigkeit. Der zweite Punkt, der in diesem Gesetz steckt, ist, dass das HALUG, das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie, nun einen neuen Namen erhält, nämlich Hessisches Landesamt für Umwelt, Geologie und Naturschutz. Dies ist ein ganz besonderer Punkt, denn bisher war es so, dass unser Hessisches Landesamt Umweltdaten gemessen hat, ausgewertet hat, Empfehlungen abgegeben hat, und nicht für den Naturschutz. Eigentlich ist es ja sozusagen außen, glaube ich, klar, dass gerade die Verzahnung von Umwelt- und Naturschutz uns wirklich voranbringt. Genau das soll jetzt passieren. Die Daten sollen jetzt auch für den Naturschutz dort ausgewertet werden, gemessen werden. Damit erreichen wir eine Forderung, die lange von Umweltverbänden, Naturschutzverbänden auch erhoben wurde. Ich freue mich sehr, dass wir das endlich erreichen konnten. Der dritte Punkt, der, glaube ich, auch hier sehr, sehr viele in diesem Saal freut, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die aus Nordhessen kommen. Lange wurde gewartet, dass der Naturpark Reinhardswald ausgewiesen werden kann. Da freuen sich gerade die aus dem Kassel-Landkreis. Aber auch, dass der Naturpark Meißner Kaufungen erweitert werden kann. Als Mittelhessin darf ich jetzt einmal anerkennen und mal lobend erwähnen, dass gerade Nordhessen eine unglaublich schöne Region in diesem wunderbaren Land ist. So schnell kann man fraktionsübergreifend Applaus bekommen. Das ist wunderbar. Ich glaube, dass genau wir das damit schaffen. Dadurch, dass diese wunderbaren Wälder zu Naturparken ausgewiesen werden können, kann man die auch viel leichter entdecken. Ich hoffe, dass ganz viele diesem Vorbild folgen und diese wunderbaren Naturparke auch besuchen. Sie sehen, mit ganz kleinen Dingen in Gesetzen können doch Punkte erreicht werden, die große Wirkung erzielen für den Naturschutz, für den Tourismus, für unser Land. Ich freue mich, dass die grüne Ministerin solche wegweisenden Punkte auf den Weg gebracht haben, auch wenn die so klein sind. Sie entfalten durchaus Wirkung. Vielen Dank. Danke, Frau Dorn. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Warum wir dieses Gesetz jetzt auf den Weg bringen sollen, hat sich mir in den ganzen Diskussionen nicht so recht erschlossen. Dann schaut man noch einmal in die Begründung, und da steht da drin als Problembeschreibung, es ist beabsichtigt, die Zuständigkeit im Bereich der Verwaltung des Nationalparks Kellerwald-Edersee sowie der Naturschutzdatenhaltung in Hessen zu ändern. Also, wenn das alles war, was Sie da an Problembeschreibungen haben, dann haben Sie wirklich keine Probleme mehr bei dieser Landesregierung. Und wenn man dann weiterliest,
Dann sollen Synergien gehoben werden durch diese Neustrukturierung. Meine Damen und Herren, es soll am Ende eine eigenständige Landesoberbehörde geschaffen werden, eine Sonderbehörde. Der Begriff ist nicht von mir, den findet man auch in Ihrem Gesetz. Man darf dabei sagen, aber die Dienst- und Fachaufsicht ins HMUKLV, Abteilung Forst, soll jetzt überführt werden. Dabei sind die Nationalparks. Aber im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Es ist ein Stück weit ein Widerspruch in sich. Sind Sie fertig, Herr Sozialminister? Danke. Also, meine Damen und Herren, wenn man diese Ziele verfolgen will und Synergien schaffen will und dem Naturschutz doch hier das Feld bereiten will, meine Damen und Herren, dann versteht man allerdings nicht, warum Sie das nicht alles in der Naturschutzabteilung untergebracht haben. Sie schaffen so nur zusätzliche Schnittstellen. Mit Verwaltungsvereinfachung hat das alles nichts zu tun. Und gleichzeitig verbleibt aber das Nationalparkamt dann im Haushalt im Buchungskreis 2850 von Hessenforst. Richtig, meine Damen und Herren, wäre ein eigener Buchungskreis gewesen, eine eindeutige Zuordnung der Verantwortung für die Haushaltsführung. Mit dem Zielprinzip, Herr Sozialminister, Sie können gerne hier nach vorne treten und für die Landesregierung reden. Meine Damen und Herren, richtig wäre ein eigener Buchungskreis und eine eindeutige Zuordnung. Wie Sie das gemacht haben, hat das mit den Zielen und den Prinzipien der NVS überhaupt nichts zu tun. Meine Damen und Herren, dazu kommt, dass zusätzliche Stellen geschaffen werden, zwei zusätzliche Stellen im gehobenen Dienst. Mit diesem zusätzlichen Schaffen und Umsetzen von Stellen schaffen Sie auch neue Schnittstellen, neue Abstimmungsbedarf bei der jährlichen Haushaltsplanung. Man kann eigentlich nichts anderes sagen, als dass es Ressourcenverschwendung ist. Nichts anderes ist das, meine Damen und Herren. Haushaltsklarheit sieht anders aus. Die Naturschutzdatenhaltung zum HALUK mit 27,5 Stellen, dann auch noch Stellenaufwuchs, wurde bisher von Hessenforst nebenbei mitgemanagt. Und ich will sagen, sehr gut mitgemanagt. Verwaltungseffizienz, Synergien so zu heben, Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, Sie schaffen neue Bürokratie, die vollkommen unnötig ist. Und das ist nur einem Zweck untergeordnet, dem Naturschutz mehr Bedeutung zuzumessen und am Ende so Ideologie in der Politik umzusetzen. Die Naturschutzdatenhaltung, meine Damen und Herren, der Naturschutz, der Datenschutz, es war massive Kritik der privaten Waldbesitzer. Sie sind in der Anhörung überhaupt nicht darauf eingegangen. Die Daten sollen zukünftig in einem Internetportal Naturrec veröffentlicht werden, somit für jeden dann auch zugänglich sein, damit es für jedermann sind diese Daten dann zugänglich, meine Damen und Herren. Was der hessische Datenschutzbeauftragte dazu sagt, hätte uns an der Stelle interessiert. Der war aber in der Anhörung dann leider nicht zugegen. Die Gefahr besteht, meine Damen und Herren, das haben die Privatwaldbesitzer auch mehrfach gesagt, dass die ihre Daten dann aus der gemeinsamen Datenhaltung abziehen werden. Und am Ende hat man genau damit dem Naturschutz, was man eigentlich bezwecken wollte, einen Bärendienst erwiesen. Selbst wenn das nicht passiert, wird auf jeden Fall die Kooperation erschwert. Und das zieht sich ja mittlerweile über Jagdverordnungen, über Gebührenverordnungen. Das zieht sich ja langsam wie ein roter Faden durch diese Landesregierung. Meine Damen und Herren, schön ist das alles nicht. Es bleibt also am Ende die Frage, warum machen Sie diese Gesetzesänderung? Gab es etwa Vollzugsdefizite? War nichts von zu hören. Ist es ein Organisationsprinzip,
Es sind viele Regelungen, die sprechen dem entgegen. Ist das Verwaltungseffizienz, die Synergien, die Sie heben wollen, Fehlanzeige, am Ende wird es komplizierter. Und die entscheidendste Frage ist für mich zum Thema Rhön, Herr Kollege, Sie haben es ja eben angesprochen und dazwischen gerufen. Beim Biosphärenreservat Rhön sind wir genau eine andere Richtung gegangen. Da haben wir gesagt, dass die Menschen, der Landkreis vor Ort, das viel besser managen kann. Genau hier beim Nationalpark Kellerwald schlägt jetzt die Landesregierung die genau gegenteilige Richtung ein. Man versteht es nicht. Wir lehnen das Gesetz ab, weil es keine vernünftige Begründung für dieses Gesetz gibt. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. – Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Dr. Sommer gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der einzige Nationalpark Hessen schützt einen der größten Buchenwälder Mitteleuropas. Seit 2011, und das ist ja bekannt, ist er UNESCO-Weltnaturerbe. Natur darf hier Natur sein. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist nicht nur in Fachkreisen national, sondern international sehr anerkannt. Und neben der Auszeichnung zum UNESCO-Weltnaturerbe wurde er auch von der Weltnaturschutzunion als erster deutscher Nationalpark mit über 90% Prozessschutzfläche zertifiziert. Durch den gesetzlichen Auftrag und das Leitbild des Nationalparks stehen der Schutz und die Pflege sowie die Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft im Fokus. Zu den einzelnen Aspekten des Gesetzes, wie über die Neuorganisierung, über die Verlagerung der Dienstaufsicht, Herr Lenders hat ja gerade schon seine Kritik deutlich gemacht, sowie der Neuausweisung von Naturparks fand ein umfänglicher Austausch statt. Deswegen möchte ich auf diese Aspekte nicht noch einmal eingehen. Auch Angela Dorn hat ja die verschiedenen Aspekte noch einmal erläutert. Natürlich gab es auch Kritikpunkte. Nicht alle, die Herr Lenders genannt hat, können wir teilen, weil wir wissen, dass vor Ort das Gesetz für gut befunden wird. Auch wenn es sicherlich Stellungnahmen gab, die bezüglich der Nutzungseinschränkung bei Neuausweisungen oder bezüglich des Schutzes der Daten der Forsteinrichtung und dessen Einhaltung auch kritische Töne zu verzeichnen waren, überwiegen jedoch die positiven Aspekte, sodass die SPD-Fraktion diesem Gesetz zustimmen wird. – Herzlichen Dank. Danke, Frau Sommer. – Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Arnold das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Inhalt dieses Gesetzes zur Änderung der Verwaltung von Nationalpark Kellerwald-Edersee und der Naturschutzdatenhaltung hat die Kollegin Dorn ja ausreichend erläutert. Das will ich nicht noch einmal wiederholen. Aber ich möchte schon sagen, das, was der Kollege Lenders vorgetragen hat, leider muss ich Ihnen den Rücken zuwenden, aber es geht jetzt nicht anders. Das veranlasst mich schon, zwei, drei Bemerkungen zu machen. Denn das, was Sie gesagt haben, Herr Kollege Lenders, zeigt, dass Sie meilenweit weg sind von dem, was dort im Kellerwald passiert und was eigentlich damit gedacht ist. Ich sage noch einmal eins ganz deutlich. Die zurückliegenden 10 Jahre seit Gründung des Nationalparks und auch seit Gründung des Nationalparkamtes sind eine Erfolgsstory, und das ist unter Verantwortung des Hessenforst geschehen. Das möchte ich hier ausdrücklich anerkennen und alle Mitarbeiter noch einmal loben. Deswegen ist mir auch wichtig, festzuhalten, dass diese Änderung in der Verwaltung keine Kritik an Hessenforst ist, sondern es ist eine Betonung des Naturschutzgedankens, der durchaus auch richtig ist. Denn hier wurde erwähnt, dass dieser Nationalpark seit 2011 Weltkulturerbe ist und hier jetzt durch eine solche Änderung der Verwaltung dem Natur- und Prozessschutz eine besondere Bedeutung zu geben, ist richtig. Deswegen unterstützen wir ausdrücklich diese Verwaltungsänderung. Wir sind gespannt, Frau Ministerin, wie diese Veränderung jetzt sozusagen sich auswirkt. Aber
hier zu sagen, dass es unsinnig ist, dieses Nationalparkamt im Buchungskreis von Hessen-Forst zu belassen, zeigt, Herr Kollege Lenders, dass das absolut Quatsch ist, was Sie hier vorgetragen haben. Es ist richtig, denn das Personal rekrutierte sich aus Hessen-Forst. Auch ein Personaltausch wird dann bei Hessen-Forst stattfinden, auch was Geräte, Sachmittel anbelangt. Das ist völlig richtig. Die Leitung dieses Nationalparkamtes hat das Ministerium, und dass es damit die Forstabteilung beauftragt, ist durchaus auch nachvollziehbar und richtig. Und das Zweite, wir haben am 12. November eine sehr lebhafte, aber klar strukturierte Anhörung zu diesem Gesetzentwurf erlebt, die dabei waren, aber Herr Kollege Lenders, Sie hatten anscheinend einen anderen Eindruck, haben empfunden, dass alle, die sich dazu gemeldet haben, durchaus eine positive Stellungnahme abgegeben haben. Mich persönlich, weil ich dazu noch keine Gelegenheit hatte, hat beeindruckt, dass Prof. Schmidt, der Leiter des HALUG, sehr deutlich gemacht hat, welche Synergieeffekte er sich davon verspricht, dass diese Naturschutzdatenverwaltung im Wald jetzt zu ihm kommt, dass Naturschutz Teil des HALUG wird und damit die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, auch mit dem Bundesnaturschutzamt, wesentliche zusätzliche Impulse erfährt. Das war für mich sehr überzeugend. Insofern bin ich auch mal gespannt, wie sich das auswirkt. Und von daher ist das auch eine durchaus richtige Vorgehensweise. Das, was von dem Waldbesitzerverband vorgetragen wurde, Bedenken, dass die Waldbesitzer nichts davon mitbekommen, wenn Datenerfassung in ihrem Wald stattfindet, halte ich nicht für stichhaltig. Ich denke, das ist mit genügend Vorlauf dort, dem Waldbesitzer mitzuteilen, dass er es nicht aus der Zeitung oder sonst woher erfährt, dass dort Daten aufgenommen werden, sondern dass das weiterhin ordentlich ausgetauscht wird und dass die Daten, die dem Betriebsgeheimnis unterworfen sind, auch dann Betriebsgeheimnis bleiben. Also, das war ein bisschen ein Vorwand nach meiner Auffassung. Und insofern ist das ein richtiger Schritt hin durchaus zu mehr Naturschutz. Aber das wollen wir ja auch. Denn gerade dieser Nationalpark ist etwas, worauf wir stolz sind, dort in Nordhessen und in ganz Hessen auch. Und insofern bitten wir um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Die CDU-Fraktion steht hinter diesem Entwurf. Vielen Dank. Danke, Herr Arnold. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wurde in der Debatte schon deutlich, dass es um drei Punkte geht in diesem Gesetzentwurf. Einmal soll das Nationalparkamt direkt dem Ministerium unterstellt werden. Ich halte das tatsächlich auch für gerechtfertigt, denn nach dieser Erfolgsgeschichte und den Anfängen des Nationalparks Kellerwald ist es jetzt so, dass die Arbeit sich mehr hinverlagert zu wissenschaftlicher Arbeit, zu naturschutzfachlicher Arbeit. Und auch die UNESCO hat ja die Empfehlung ausgesprochen, den Nationalpark direkt dem Ministerium zu unterstellen, und wir kommen dem in dieser Weise nach. Im Übrigen finde ich das etwas vergnüglich, wenn der Abg. Lenders sagt, das wäre ja schlecht, wenn es im Buchungskreis des Landesbetriebes Forst bleibt, weil also natürlich werden weiterhin Dienstwagen auch ausgeliehen, es werden weiterhin Förster im Wald tätig sein, weil der Nationalpark Kellerwald ist und bleibt ein Wald. Und von daher ist auch hier natürlich weiterhin, erstaunlich. Deswegen wird auch weiterhin eine Zusammenarbeit natürlich vorhanden sein. Aber wir wollen Reibungsverluste künftig vermeiden bezüglich dessen, wie im Ministerium gesteuert wird. Zum Zweiten. Die Naturschutzdaten werden beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie gebündelt. So heißt es künftig. Damit wollen wir es möglich machen, dass es eine bessere Auswertung gibt von Naturschutzdaten, die besser zusammenzubringen, auch mit den Umweltdaten, die ansonsten erhoben werden, damit wir dann auch Schlüsse ziehen können
für die Umweltpolitik des Landes Hessen und für Maßnahmen, die daraus folgen sollen. Ich will an dieser Stelle ganz deutlich sagen, das, was der Waldbesitzerverband an Kritik vorgetragen hat, trägt nicht, weil die betrieblichen Daten der privaten Waldbesitzer bereits jetzt in der FENA nicht an die Naturschutzabteilung herausgegeben werden, außer die Waldbesitzer geben diese frei. Das wird auch künftig so sein. Jetzt schon ist es so, dass die Naturschutzdaten, die öffentlich sind, allgemein zugänglich, im Naturec veröffentlicht werden. Das ist jetzt schon so, auch bei der FENA. Das heißt, es muss hier gar keine Sorge bestehen, dass künftig anders gehandelt wird. Die betrieblichen Daten gehören den Eigentümern. Erst wenn diese freigegeben werden auf Anfrage, können sie auch anders weiterverwendet werden. Ich gehe davon aus, dass alle Abgeordneten noch im Ohr haben, die bei der Anhörung waren, dass der Präsident des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie gesagt hat, dass er direkt nach Beginn des neuen Jahres auf den Waldbesitzerverband zugehen wird und ihn noch einmal erläutern wird, wie das Ganze vonstatten geht, und hat ihnen auch eine gute Kooperation zugesichert, sodass ich glaube, dass dieses ausgeräumt sein müsste. Und der dritte Punkt ist, dass die Anforderungen für die Naturparke in Hessen konkretisiert werden, und das auch qualitativ, sodass den ländlichen Regionen und deren Entwicklungspotenzialen Rechnung getragen wird. Ich gehe davon aus, dass der Reinhardswald damit nächstes Jahr Naturpark werden kann. Das würde mich sehr freuen. Und der Abg. Gremmels, der schon einmal irgendwie so ein bisschen kritisch geäußert hat, dass ja die Finanzierung vielleicht nicht vorhanden wäre. Ich kann Ihnen versichern, wir werden den Naturpark dann auch finanzieren, wenn er denn entsprechend anerkannt ist. Ja, leider gibt es nicht so viel, aber ich finde auch, er hätte jetzt mal einen Beifall verdient. Ne? Ja, die Nordhessen sollen dann auch die Förderung kriegen. Und da die Anhörung im weitesten positiv verlaufen ist und die Zustimmung im Ausschuss sehr groß war, hoffe ich natürlich, dass das Gesetz hier jetzt auch verabschiedet wird. Herzlichen Dank. Danke schön, Frau Staatsministerin. Wir sind am Ende der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs angelangt und kommen zur Abstimmung über das Gesetz zur Neuorganisation der Verwaltung des Nationalparks Kellerwald-Edersee und der Naturschutzdatenhaltung. Wer dem Gesetz die Zustimmung geben kann, bitte ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Damit hat der Entwurf eine Mehrheit gefunden und wird hiermit zum Gesetz erhoben.